So, jetzt ist er aber irgendwie hinter der Kamera, ist so nice. Verdammt. Du bist überhaupt nicht im Bild, das kotzt mich. Nee, da. Sorry. Komm mal her, hier runter, komm mal hier runter. Ah, ja. So, wisst ihr, das ist nämlich Dorian. Das ist nämlich der Typ, der Comics zeichnet. Finde ich klasse. Nee, Quatsch, du bist Donald und du bist Dirk. Der hat mich eben interviewt und das ist der, der die Comics malt. Genau. Voll krass. Die Artikelbilder zu Oles Rezepten, jetzt zeig dich bitte auch mal. Ein Hamburger in Bayern. Sehr kann cool. Mal passieren. So, ich muss ausmachen. So, ich glaube, wir sind auf Sendung. Da Hallo. Sind wir wieder. Hi, Dirk und Donald am Start. Ganz genau, zu unserem dritten Teil unseres anarchistischen Kochbuchs, nachgezeichnet bei Punks and Painting. Genau, anarchistisches Kochbuch, Punks and Painting, die Mittwochsmaler. Ich glaube, wir haben schon mehr Namen dafür als P. Diddy und Pippi Langstrumpf zusammen, irgendwie. Pippi Langstrumpf hatte doch nur einen Namen. Mit Gualia Schokominze. Ah, ja. Ah, okay. Jetzt Ibrahims Tochter Langstrumpf. Da fehlt noch einer. Da spricht der Autor. Nee, da spricht der Vater eines 7-jährigen Kindes. Ah, ja, das auch. Genau, ja. Ich bin ja schwerstens begeistert, dass wir jetzt hier wirklich schon zum dritten Mal hintereinander das hinbekommen, mittwochs abends diesen Livestream zu machen. Wer hätte das gedacht? Haben wir nichts Besseres zu tun, oder? Ich glaube. Nee, aber es ist ja auch wunderbar so. Das ist cool, macht Spaß mit dir. Du zeichnest wie immer, kurz zur Erklärung, du als Zeichner der Zeichner. Der einzigartige, wunderbare Donald. Herrscher des Stiftes, will ich sagen. Leonardo da Donald Michelangelo da Vinci. Genau. Gebieter des Zeichenblocks. Du zeichnest wie immer das Artikelbild für ein Rezept von Ole Blockstedt. Und zwar für worldsoffood.de. Da wird das Rezept morgen dann auch veröffentlicht. Du hast schon losgelegt. Mhm. Kurz zu dir, du bist Designer, Comicmacher, hast einen Punk-Comic namens Punks and Banters gemacht. Genau. Genau, haben wir alles schon in den beiden vorherigen Rezepten oder Artikelbilder-Sessions hier geklärt. Kann man sich am besten hier auch in deinem Kanal nochmal anschauen. Bei den ersten Folgen, wenn man Lust hat. Genau, und um dieses Rezept, um was es heute geht, ist der dritte Gang eines viergängigen Menüs, das Ole Blockstedt selbst ein bisschen augenzwinkernd logischerweise ein Gewalt- und Drogenverherrlichendes Punker-Menü nennt. Und bisher war es sehr lecker, die Rezepte, die wir da präsentiert haben. Ich kam immer noch nicht dazu, das nachzukochen, aber man sieht auf jeden Fall schon an den Zutaten und der Zubereitung, dass es gut sein muss. Und ich meine, von einem Koch wie Ole, der jetzt schon so lange unterwegs ist, da kann man sich, glaube ich, nur Gutes erwarten, denke ich mir. Ich denke auch. Genau. Und vor allem Gerichte, die sogar an Punker schmecken. Waren das jetzt alle vegetarisch zumindest, wenn nicht sogar vegan? Heute ist es wieder ein veganes Rezept. Kann nicht schaden in der heutigen Zeit der Massentierhaltung und. Da denkt der Ole an mich. Das genau, du bist auch Vegetarier, richtig. Genau. Ja, genau. Derben Dank an der Stelle auch wieder an den Ole für die Rezepte. Zum Ole selbst kommen wir später nochmal und zum Rezept sprechen wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber ich kann dir sagen, dass wir den am Wochenende gesehen haben. Das sagen wir. Ich wollte ganz kurz noch sagen, um was es geht. Und zwar gibt es ja heute Pumpgun mit Curryschuss, heißt das Rezept. Wie gesagt, da gehen wir später noch drauf ein. Hört sich verheißungsvoll schon mal an. Na jo. Genau. Und jetzt hast du es schon rausgelassen. Wir haben den Ole am Wochenende in München getroffen. Am Sonntag. Richtig. War eine lustige Nummer, oder? War echt lustig. Ich war total verkartet vom Vortag. ich glaube mal, ist es keinem aufgefallen. Ich glaube, es ist jedem aufgefallen. Aber ich wollte authentisch wirken, also habe ich mich am Vortag extra angesoffen. Ja, es ging lang. Du hast dich aber gut geschlagen. Also. Genau, also kurz zum Hintergrund. Der Ole hat uns Bescheid gesagt, dass er in München am Drehen ist für die RTL 2 Kochprofis. Und
hat er uns doch mal eingeladen, kurz vorbeizukommen. Die Jungs waren auch alle ziemlich im Stress, aber waren trotzdem sehr locker, muss man sagen. War eine schöne Atmosphäre da. Jo. Beim Dreh. Wir können nicht verraten, was sie gedreht haben, weil das wird noch eine Überraschung wohl. Aber die Zeit für ein Interview hat er sich dann doch genommen, mit uns das zu führen. Jo. Genau, wir hatten auch nichts Besseres zu tun, als das dann am Wiener Platz zu machen, wo von rechts die Straßenbahn, von links der Bus kam und hinter uns noch, weiß ich nicht, in so einem Café hat es die ganze Zeit geklappert. Es war also ziemlich laut und da hätte man mal das Mikro auspacken sollen, das war mein Fehler. Wir haben es so richtig schön Punkrock-Style verkackt. Genau. Aber laut und dreckig und roh gehört ja auch dazu irgendwie. Ja. Genau, das Interview kann man sich in voller Länge natürlich bei worldsoffood.de anschauen bzw. durchlesen. Ich habe es sicherheitshalber deswegen nochmal abgetippt. War ein sehr lockeres Gespräch, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Mhm. Und ja, erzähl doch mal deine Meinung dazu. Wir haben es doch schön eingeladen auf einen starken Kaffee. Also meine Meinung, der Ole, total netter Typ. Würde ich gern mal mehr machen mit dem, das auf jeden Fall. Ja. Wäre auch schön gewesen, wenn wir nicht vergessen hätten, den mal einzuladen. Vielleicht ist er ja bei der Nachspeise dabei. Genau, als krönender Höhepunkt zum Schluss, dass er sich einschaltet. Das müssen wir dann vielleicht auch nicht mittwochs machen, wenn es ihm da nicht passt. Vielleicht klappt es ja. Ole, ne? Ich hoffe, du hörst uns auch zu, wenn du unterwegs bist irgendwo. Oder die Tage irgendwann dann. Ich zeichne heute extra schnell, damit er sich dann vielleicht wirklich anschaut. Genau, das ist unsere Prämisse heute. Die letzten Mal, wobei wir uns beim letzten Mal ja schon wirklich gesteigert haben, zeitmäßig. Jo. Was zeichnest du denn da? Das ist die Sweetie aus deinem Comic, ne? Genau. Und die hat eine... Ich dachte mal, ich nehme keine Pumpgun, sondern eine Super Soaker. Das ist viel schöner irgendwie. Aha. Die hat da so eine Super Soaker jetzt. Und schießt dann einem anderen ins Maul damit, und zwar die Currysoße. Die gute soll Currysoße, ja, den Curryschuss. Soll ja schön gewaltverherrlichend sein. Ist bisher gelungen, und Drogen hat man beim letzten Mal. Genau. Da sind wir schon gespannt. Also das sieht jetzt natürlich noch ziemlich im Anfangsstadium aus. Aber die Erfahrung beim letzten Mal haben gezeigt, das nimmt dann doch relativ schnell Kontur an, das Ganze. Oh, sobald die Konturen dran sind. Ja. Fuchs, ist dein Handy leer, da piepst irgendwas im Hintergrund? Nee, das war dein Handy, glaube ich. Ja, das ist das von meiner Frau. Wunderbar. Perfekt vorbereitet wieder hier, wie immer, ohne Netz und doppelten Boden. Ja. Live, wir haben ja sowieso als ziemliches Experiment hier gestartet, haben einfach mal gemacht. Hat ein paar Probleme bei der ersten Folge im Hangout, aber das klappt ja alles hier jetzt, dass wir live dabei sind. Genau, was ein bisschen schade war, dass der Ole dann nach dem Interview, da haben wir noch ein bisschen geplaudert, ein paar Witze erzählt. Unter anderem hat der Frank Oehler, der Kochprofi-Kollege, uns Oles Lieblingswitz erzählt. Sollen wir den hier mal zum Besten geben? Ich erzähl ihn mal, ich habe ihn eh schon wieder vergessen. Genau, ich erzähle ihn mal. Er letztendlich, der ist auch schon bei Zirkus Halligalli irgendwann mal gelaufen. Und zwar klingelt es an der Tür bei einem älteren Herrn, der die Tür dann natürlich öffnet. Und steht vor der Tür steht ein jüngerer Mann, der sagt: Hallo, ich bin Umberto und ich bin hier, um Ihre Tochter zu vögeln. Um was? Umberto! Das finde ich sehr gelungen. Ich musste lange überlegen am Sonntag. Ja, das hat man gemerkt. Nee, aber war gut. Nee, da haben wir eine Runde Witze erzählt. Also doch eine lockere Atmosphäre da am Dreh. Müssen sie auch haben, glaube ich, weil der Ole hat mir geschrieben, es hat noch bis um 2 in der Nacht oder ungefähr irgendwie mussten sie da noch, bis sie da durch waren. Ah, klasse. Ja, bei all den Terminen, die die haben vom Dreh mit Restaurant und dann hat der Ole ja noch sein Tournee-Catering, die Rote Gourmet-Fraktion, wo er mit namhaften Bands seit über 20 Jahren unterwegs ist, kam quasi am Vortag, hat er noch für die Broilers gecatert in der Zitadelle in Berlin. Ja, genau. Und ist dann hier nach München gechattet sozusagen, um
den Dreh zu absolvieren. Und dann geht's quasi, ging es am nächsten Tag, sind sie schon wieder weiter zum nächsten Einsatz mit den Kochprofis und so geht das immer hin und her. Er hat ja auch im Interview gesagt, auf die Frage, ob er dann auch mal, wie oft er denn überhaupt in Hamburg anzutreffen ist und so, dass er manchmal zu seinen Kollegen ins Restaurant kommt und sagt, hi Leute, ich weiß, ihr kennt mich nicht, aber ich bin euer Chef. Und hat aber durchgeschnauft, so das ganze Revue passieren lassen und gesagt, ja, ist schon anstrengend, aber ihm machen halt beide Jobs so Spaß, dass er sich da wohlfühlt auf jeden Fall mit dem vielen unterwegs sein. Genau, wir sind ja anschließend in den Biergarten noch, wie sich das gehört in München. Mhm. Und ja, ab 4 haben wir festgestellt, gab es in diesem Biergarten keine Halben mehr. Nur noch ganze sozusagen, eine Mass. Richtig. Da haben wir den sauren Apfel gebissen und haben uns das gegönnt, die Mass. Bist du gut heimgekommen noch? Ich bin gut heimgekommen. Irgendwann einmal um 11, glaube ich, war ich zu Hause. Okay. Naja gut, hat sich dann auch gezogen. Ja, doch. Aber du musst ja noch bis runter nach Braunau. Dagegen, ja, nicht ganz Braunau. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage Simbach, das kann sich keiner vorstellen, wo das ist. Ist grob gesagt ein bisschen die Ecke Passau unten an der deutsch-österreichischen Grenze, ne? Zwischen Marktl und Braunau. Ja. Da entstehen gute Punk-Comics. Da, wo der blöde Papst herkommt, kann ich das sagen? Alles gar nicht. Also freie Meinungsäußerung ist. Ich glaube, freie Meinungsäußerung ist erlaubt in Deutschland. Sehr gut. Du hast ja jetzt keinen bestimmten gesagt, also wer weiß. Nur der blöde Papst, das macht. Gläubig Donald oder was entnehmen wir da? Ja gut, das mit dem Glauben ist die eine Sache, das andere ist die Institution selbst, ne? Jo. Und das sind schon zwei verschiedene. Sehr gut, der sieht gut aus. Ich guck mal gerade wieder auf deine Zeichnung. So habe ich den Bastard, ist es, glaube ich, ne? Jo. Noch nie gesehen, oder? Mit so weit aufgerissenem Mund. So nicht. Es sei denn, er krölt irgendwas. Von Anarchie und so. Nee, aber mit so großen Augen hat man ihn auch noch nie gesehen. Der freut sich jetzt dann, mit der Pumpgun abgeschossen zu werden. Ich sehe gerade im Vergleich zu Sweetie hat Bastard einen kleinen Kopf. Mhm. Das besser mal aus. Ja, die zeichnest du wahrscheinlich wie im Schlaf, oder? Also, dann könnte man dich morgens um 10 wecken und du könntest sie sofort zeichnen, oder? Ich denke mal, ja. Ich glaube, das kann ich. Ja. Na klar, du beschäftigst dich. Wann kamst du auf die Idee mit dem Comic? Wann ist die Idee geboren worden? Lass mich mal überlegen. Also so ähnliche Figuren habe ich ja zuvor schon gezeichnet, bevor ich überhaupt mit dem Comic begonnen habe. Aber mit dem Comic habe ich ich glaube 2008 habe ich begonnen mit den ersten Sachen. Dann habe ich ja die so einen kleinen Kurzfilm gemacht, Animationsfilm. Mhm. Wollten das damals dann an den Mann bringen. Hat nicht funktioniert. Irgendwann mal haben wir gesagt, scheiß drauf. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache jetzt den Comic. Mhm. Also am Anfang waren wir auch noch ein größeres Team. Waren alles coole Leute. Aber mittlerweile, von denen konnte keiner zeichnen, also mache ich das mittlerweile allein. Mhm. Ja, mit Erfolg. Die erste Ausgabe ist im Handel seit fast einem Jahr jetzt. Genau. In der zweiten arbeite ich immer noch. Mit Hochtouren. Aber das wird sich noch ein bisschen ziehen, denke ich. Ja, du hast ja auch viele andere Projekte, bist jo. Als Designer aktiv, machst Webseiten. Jo, CD-Cover. Ja. Einiges. Was der Mensch so braucht, quasi. Ein Brettspiel, ja auch, das kommt ja auch im August. Erscheint es. Rock'n'Rodeo nennt sich das, ne? Genau. Okay.
ganz, ganz passend. Also findet man alles bei, wenn man das googelt, Rock'n'Rodeo. Also ich hab viel verfolgt natürlich über deinen Facebook-Account, nicht über deinen Account, sondern über deinen Stream quasi, oder was du da postest. Hat einige Aufmerksamkeit erregt quasi. Und da war, glaube ich, auch bei Spiegel Online mal was oder so. Der Ole hat es auch gekannt, nebenbei erwähnt. Jo. Ja. Der hat ja so gesagt, hey, ich habe mitbekommen, du machst da ja so ein Spiel. Es könnte sein, dass ich ihm das erzählt habe. Achso, na dann. Aber es ist ja noch nicht auf dem Markt, das kommt ja dann nur ganz groß raus. Ja, und es passt ganz gut, weil du am Wochenende auch auf dem Festival bist, ne? Ganz genau, auf dem Resist to Exist kann man mich antreffen. Ich freue mich wieder mal endlich unter normalen Leuten zu sein. Ich weiß, den Spruch habe ich geklaut von Kumpel bzw. von tausend Leuten. Ich habe das heute schon ein paar Mal gelesen. Endlich am Wochenende wieder unter normalen Leuten sein. Also der Spruch, der spricht sich rum. Es ist in Berlin, wa? Genau, wa? War eine weitere Anreise für dich im Tourbus von den Dogs oder was? Ne? Von der Punkband. Das machen wir ja schon wieder Werbung. Ah ja. Aber die freuen sich. Sie sollen auch mal, sollen auch nicht leben wie ein Hund und mal gehört werden. Entschuldigung, Dogs. Ja, der Donald muss mir unbedingt mal irgendwie was von euch verkaufen, sag ich mal jetzt. Ja, ich habe nicht immer CDs dabei. Ja. Muss mich irgendwann mal an bei einer Comicmesse muss mich besuchen, dann habe ich es. Eh nächstes Jahr in München ist ja. Aha. Die Comic Salon, glaube ich, heißt er. Mhm. Und da bin ich sicher auch wieder. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ein eingeschworener Kreis oder eine Gemeinschaft an Comiczeichnern? Oder schon ganz groß? Riesengroß. Also da kommen eigentlich weltweit bekannte Comiczeichner. Ich weiß nicht, wer nächstes Jahr kommt. Letztes Jahr war, glaube ich, Robert Crumb da, der was Fritz the Cat gezeichnet hat und tausend andere Sachen. Uralter Film, oder? Ja, der Film schon und der Comic ist ja noch älter. Ja, gut. Der ist noch frisch. Der Mann ist jetzt halt auch schon alt, aber zeichnet, glaube ich, immer noch ganz fleißig. Naja, das klingt doch spannend. Also ist für jedes Genre im Comic-Bereich jemand dabei, oder was? Ja, klar. Es ist ja, Comic ist so breit gefächert, du siehst, ich mache einen Punk-Comic und der ist jetzt halt auch nicht unbedingt für Kinder, auch wenn sie niedlich aussehen, die Figuren vielleicht. Bekomme ich immer wieder mit, wenn kleine Kinder dann an meinem Stand stehen bleiben und schauen und die Eltern am Anfang auch ein bisschen interessiert und dann gehen wir weiter. Das kann ich mir vorstellen, wir müssen vielleicht auch so ein Banner ab 18 vorschalten hier, ich weiß nicht genau. Nee, es ist ja alles super Soaker und Kartoffeln rauchen, passiert ja nichts. Ja, sollte man vielleicht nicht probieren, ja. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, wenn man es probiert. Ich glaube, da brennt nichts wahrscheinlich. Aber das ist ja auch zum Essen, die wunderbaren Rezepte vom Ole. Genau. Ja gut, da kann man sich vorstellen, da fließen ein paar Bier am Wochenende bei dir. Aha. Das ist doch gut. Muss ja auch mal sein. Also eigentlich freue ich mich. Ja, du hast voll gemeint, du bist ein bisschen im Stress gerade, viel zu tun und so. Jo, aber am Wochenende lasse ich das. Ich habe ja nur deswegen Stress, damit ich am Wochenende wirklich gar keinen habe. Ja, sehr gut. Arbeit ist vor. Ja, ich wollte jetzt an dieser Stelle nochmal kurz, das interessiert dich wahrscheinlich auch, einen Tipp in eigener Sache gewisserweise machen, weil wir auch auf Worlds of Food gerade die aktuelle Kolumne vom Kabarettisten Philipp Weber veröffentlicht haben. Der schreibt regelmäßig Kolumnen für uns, dessen Programm, sein altes hat sich, das hieß Futter, streng verdaulich. Das war quasi eine satirische Magenspiegelung der Gesellschaft. Mit dem Programm ist er jetzt wirklich 3 Jahre oder 4 erfolgreich durch die Lande gezogen, Fernsehaufzeichnung, alles Mögliche. Und jetzt hat er sein neues Programm seit kurzem am Start. Das ist ein Freund von mir auch, der hat in Tübingen studiert, kennt ihn schon recht lange.
Und sein neues Programm heißt jetzt, die logische Folge von Futter war jetzt eben das neue Programm Durst, Warten auf Merlot. Habe ich neulich hier in München gesehen schon, da in der Premierenwoche, wieder super gut. Und dieser jener, Philipp Weber, schreibt eben für uns Kolumnen. Verschiedene Themen, zum Beispiel von einem Kaffeeautomatenhersteller, der diese Kapseln verwendet aus Aluminium und das mal einem vorrechnet. Was ich glaube, das kenne ich sogar. Ja, das habe ich dir wahrscheinlich mal geschickt. Ja. Also das hat auch ich glaube, ich kenne es sogar von wem anderem. Ja, naja, das hat sich auf jeden Fall ziemlich verbreitet. Ich weiß nicht, wir haben 15.000 Likes unter dem Artikel. Je nachdem, mit welcher URL man den aufruft. Und bei ihm auf der Seite, auf seinem Futterblog heißt er, da hat er auch 70.000 Likes. Also das war irgendwann mal sehr viral. Genau. Und, ja. Also der setzt sich sehr intensiv mit dem Thema Essen und Trinken auseinander. Und in der aktuellen Kolumne, die findet man auch noch bei uns auf der Startseite, da geht es eben um die Machenschaften eines österreichischen Energy-Drink-Herstellers. Dessen Produkte, also, weiß ich, kann man geschmacklich mit dem Morgenurin eines zuckerkranken Gummibärchens vergleichen, finde ich. Also ich mir reicht ja schon der Geruch. Aber das ist sicherlich auch hier auf jeden Fall für dich auch ganz interessant. Sollte man sich mal durchlesen und den Philipp verfolgen, weil wenn er mal in die Nähe kommt, unbedingt angucken. Er bringt so viel Energie und Schwung auf die Bühne. Und mehr als ein Energy-Drink. Genau, das auf jeden Fall. Und er nimmt sich ja halt wirklich den wichtigen Themen an, was Essen und Trinken und gesunde Ernährung und Industrie, wie die damit umgeht, nimmt er sich an und nimmt das ein bisschen auseinander. Erklärt das ganz schön, macht das mit Humor, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Und es ist eine tolle Sache. Also wenn der in eurer Nähe ist da draußen, einfach mal hingehen zum Philipp Weber. Mach ich. Philipp Weber. Genau. Wie liegen wir denn in der Zeit? Muss ich mich schon stressen? Ja, wir haben die goldene halbe Stunde einhalten. Genau, da haben wir noch 8 Minuten. Quasi. Gut. Ja. Ich als böser Punker werde es wahrscheinlich nicht einhalten. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Ganz genau. Wie gesagt, wir haben ja auch keine nachfolgenden Sendungen, die sich verschieben. Insofern machen wir da einfach mal, wie wir denken. Punks und Bandits. Lass uns noch kurz noch zum Rezept kommen, habe ich dich unterbrochen? Jo, ich wollte nur sagen, Punks und Bandits Teil 2 fällt heute leider aus, weil wir zu lange hier zeichnen. Genau. Ja, aber gut, Punks und Bandits Teil 2. Ich hoffe, die Fortsetzung, es ist nicht wie im Filmbereich, dass die Fortsetzungen meistens öder sind, sondern im Comic wirst du ein weiteres Feuerwerk starten im zweiten Teil. Ich habe schon sehr viele kranke Ideen. Kranke Ideen, hört sich gut an. Gut, also Rezept Pumpgun mit Curryschuss. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist letztendlich eine Kürbisrolle, also eine Art Frühlingsrolle mit Kürbis drin. Natürlich nicht mit dem Ganzen, sondern die sind schön gestiftelt, dieses Kürbisfleisch. Dazu gibt es Kokosreis, sehr lecker. Habe ich neulich im Urlaub auch mal gegessen. Und eine Currysoße, die dann eben quasi der Schuss ist. Und ja, Pumpgun nennt der Ole das, der Ole Blockstedt, weil das mit der Art des Anrichtens des Gerichts natürlich zu tun hat. Das soll hinterher eben aussehen wie eine Knarre. Und Pumpgun hat auch noch, stellt auch noch diese Assoziation her, eben Pumpkin mit Kürbis, das, was ja die Hauptzutat ist quasi. Da hat er ganz schön um die Ecke gedacht, der Ole. Ja, stimmt. Ja. Ja, gut, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt man auch zwangsläufig immer wieder auf Ideen, das wirst du auch kennen. Das kenne ich sehr gut. Genau. Ja, das Gericht ist wieder vegan, haben wir vorhin schon gesagt, aber ich glaube auch, dass das Fleischliebhabern oder Fleischfressern, sagen wir es mal so, die würden das Fleisch da gar nicht vermissen, weil echt viele gute Zutaten drin sind, eben der Kürbis, sehr gesund und lecker, sei es als Suppe oder eben jetzt hier im Frühlingsrollenteig, aber es ist auch Ingwer drin, Lauch, Zuckerschoten, sehr lecker, Paprika, Kürbiskerne, alles gut und frisch. Yeah. Ja. Ist ein wenig aufwendig, das Ganze zuzubereiten, aber ich denke, die Mühe lohnt sich. Und wenn man das ganze Punker-Menü, was wir ja hier nachzeichnen quasi, dann mit ein paar Freunden oder so zusammen kocht, dann denke ich, hat man da auch eine Menge Spaß und hinterher eben ein Spitzen-Vier-Gänge-Menü auf dem Teller.
Oder eben auf 4 Tellern dann. Ich glaube nicht, dass das zusammengemischt gut wäre, aber beim Kochen kann man ja auch ein Bierchen trinken. Oder wie der Alfred Biolek mit seinem Küchenwein das früher gemacht hat. Für den richtigen Soundtrack hat der Ole auch wieder gesorgt, weil er schreibt ja in die jeweiligen Rezepte, hat er uns auch immer gleich noch ein paar Hörempfehlungen hinein. Genau. In dem Fall, ich habe es dir heute Mittag schon geschickt, empfiehlt er beim Kochen zu hören Anti-Flag. Und zwar den Song This Machine Kills Fascists. Oder von den goldenen Zitronen mit Gewalt geht alles besser. Enterflag habe ich neulich, glaube ich, hier in München gesehen. Die waren, glaube ich, jetzt letztens, ja. Beim Ding, wie hieß es noch? Beim Monster-Ding. Monster Bash. Monster Bash, genau. Stimmt, da waren die. Ja, da war ich auch mit dem Kollegen Stefan Meyer. Waren wir da. Das ist ganz nett. Das war für so alte Männer, wie ich es bin, ein ganz praktisches Festival, weil es in der Stadt ist. An einem Tag und inzwischen zwei Hallen quasi sich abspielt, zwischen denen man so hin und her wandert. Das ist nicht, die sind nicht weit auseinander oder so, aber wird immer abwechselnd gespielt auf den Bühnen und ich kam anschließend noch irgendwie in mein Bett. Kein Zelt, kein Kreuzweh. Nur Kopfweh am nächsten Tag, das schon. Das werde ich die nächsten Tage wieder haben. Ja, also, wunderbar. Ich denke auch, es kommen einige Punker. Also es kommen mit Sicherheit einige Punker auf Festival zum Resist to Exist. Einfach ein bisschen Ausschau halten, man erkennt nicht. Ich habe sicher irgendwann einmal ein Punks Banter T-Shirt an und keine Ahnung. Genau. Ich gern herkommen, ich trinke gern Bier mit fremden Menschen. Du hast es ja auch auf dein Unterarm tätowiert, also wenn's Wetter... Genau. Das Punks Banters Logo, wenn's Wetter gut ist, schaut auf den linken Unterarm oder so. Das Wetter wird sicher gut her, der linke Unterarm. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, goldene Zitronen. Deine Meinung als Deutsch-Punk-Fan? Ich mag die goldenen Zitronen, auch wenn sie eigentlich nicht mehr wirklich so viel mit Punk gemeinsam haben, weil sie ja sehr elektronisch lastig wurden. Glaube ich, ich verfolge die jetzt eigentlich auch nicht mehr so ganz, aber... Porsche Genscher HSV, das Album war eigentlich recht cool und wie hieß das andere? Ich glaube eher einfach nur Punkrock. Das sind eigentlich die zwei Lieblingsalben von mir bei denen. Ich habe heute noch was Elektronisches angehört, was du ansprichst. Wie nennt man das? Avantgardistisch vielleicht? Ja, genau. Avantgardisten sind das, ja. Genau, und was war es, wenn ich ein Turnschuh wäre, hieß das Lied. Ja, das kenne ich auch. War aber auch gar nicht schlecht, also ich habe es mir bis zu Ende angehört. Nee, ich fand es echt nicht schlecht. Natürlich, ein totaler Punk-Klassiker ist für immer Punk. Ja. Ist ja eigentlich nur ein Cover mit anderem Text. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das Original ist, wie der heißt. Ich weiß nur, es heißt Forever Young. Ja, genau. Ja, beginnt es am Ende ziemlich schreiend. 3 Meter lang, so soll er sein. Ne? Genau. Beim Essen geht es dann natürlich gediegener zu. Da hat der Ole nämlich empfohlen, Guns of Brixton zu hören. Von seiner Lieblingsband The Clash, eben nicht in der Originalversion von The Clash, sondern von Nouvelle Vague. Jo. Genau. Auch eine ganz coole Version, finde ich. Ja. Das ist halt dann so ein bisschen launchig, noir, düster, irgendwie, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ich muss da mal was suchen. Ich brauche meine Farben. Ah, die berühmte Palette. Ja. Mit der Sendung mit der Maus rechts, so ungefähr. Dann sind wir schon beim Färben angelangt. Ja. Cool. Es ist nicht ganz so extrem überzogen wahrscheinlich wie das letzte Mal. Jetzt haben wir 1 Minute. 1 Minute haben wir noch, yeah. Nee, das passt ja auch. Ja, jetzt haben wir die Hörtipps, jetzt haben wir über das Rezept gesprochen. Wir haben vom letzten Mal, haben sich noch ein paar Fragen ergeben. Echt? Und zwar, war ja so, dass wir uns gefragt haben, oder du, wie es so preislich aussieht in Oles Restaurant, das er in Hamburg in Eimsbüttel betreibt, im Olsen. Und zwar
würde ich sagen, ja. Das geht schon wesentlich teurer als im Olsen, beim Ole zu. Also es ist nicht so teuer. Oder nö. Es hat, die Gerichte haben ihren Preis, ist klar, aber das haben wir ja gemerkt auch im Gespräch mit dem Ole, da legt ja auch Wert auf gute Produkte, auf Regionalität, auf Nachhaltigkeit auch im Anbau des Ganzen. Wenn Fleisch, dann nur gutes Fleisch. Pute geht gar nicht für ihn zum Beispiel, hat er recht. Mhm. Wie hat er gesagt, gequälter geht's kaum. Jo. Ist so, sollte man darauf verzichten. Und gerade beim Fleisch, also ich meine, da handelt es sich echt um Lebewesen. Ne? Ja. Und es kann eigentlich nicht sein, dass man so ein Hühnchen günstiger kriegt als einen Sack Kartoffeln, ehrlich gesagt. Das ist ein Lebensmittel, das hat da sollte man auf den Preis achten, auf die Herkunft achten. Nicht auf den Preis unbedingt, klar, der hat die Lebensmittel, die gut angebaut wurden, die artgerecht gehalten wurden, die Tiere, die haben nun mal ihren Preis. Und es muss ja dann auch nicht immer Fleisch sein, sondern wenn, dann kann man ja auf das Fleisch zugreifen, wo man nicht gleich irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss. Genau. In diesem Sinne ist es natürlich auch klar, dass das Produkte in einem Restaurant nun mal, wenn die eben sorgfältig ausgewählt werden, ihren Preis haben. Daran, es müssen ja noch Köche bezahlt werden, die Servicekräfte, die Pacht will bezahlt werden, Strom, ne? Ist nun mal so. Und eben, dann esse ich lieber was Gutes, wenn ich in ein Restaurant gehe und auch zu Hause. Und dann gebe ich lieber Geld aus. Die Köche, die Fernsehköche sagen ja auch häufig oder Köche generell, dass der Deutsche echt dazu neigt, das beste Öl in sein Auto zu schütten. Was wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen würde, wenn man dabei 5 Euro sparen würde. Aber beim Essen oder an sich selbst sparen, angefangen beim Olivenöl bis hin zum Fleisch eben oder sonstigen Produkten. Da sollte man doch lieber selbst im eigenen Interesse auch ein bisschen mehr auf sich selbst achten. Genau, das war die eine Frage, also es ist eine wechselnde Karte immer, also die bieten immer wieder neue Gerichte an, das ist auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall dem Restaurantbesuch abstatten, wenn ich da bin. Ja, ich will da auch mal vorbeischauen. Ja. Wie gesagt, momentan steht keine Hamburg-Reise an. Leider, aber muss man dann mal erzwingen, habe ich den Eindruck. Mir momentan auch nicht. Ja. Die Curry-Soße, hast du gesagt, die ist eher grünlich, oder? Genau, die war so grünlich, genau. Das, also wie das Ganze aussieht, sieht man dann auch morgen nochmal, aber dann jetzt, wenn man sich das anschaut im Rezept, dann haben wir ein Originalbild von einem fertig zubereiteten Teller. Du wirst gleich wieder Stress haben, weil du wahrscheinlich meinst, dass es wieder irgendwie hingebrochen. Nee. So wie beim letzten Mal. Ja, jetzt reibst du mir nur unter die Nase. Ja, klar. Ich mache da eine schöne Dingssoße, Champignonsoße und du meinst, dass es hingeht. Ja, Mann, hingekotzt. Sag's einfach. Sag's ruhig. Sind genau, beim letzten Mal haben wir dann auch noch über den Fleischersatz Quorn, den neuen, gesprochen. Ja. Ob es den schon in Deutschland gibt. Also in England, der ist in England ja schon länger auf dem Markt. Wird aus irgendwelchen Schimmelpilzkulturen gewonnen, also muss man sich jetzt nicht irgendwie schlimm vorstellen, ist einfach irgendwie gezüchtet. Und jetzt, pass auf, just diese Woche habe ich es im Supermarkt meines Vertrauens, steht Quorn. Echt? Im Kühlregal. Drei verschiedene Produkte oder drei verschiedene Gerichte mit Quorn. Ich weiß nicht, das Produkt heißt so, die Marke heißt so auch irgendwie, keine Ahnung. Kann man ja mal probieren, wenn man auf der Suche nach Fleischersatz oder generell in einem vegetarischen Produkt ist, mal wieder was Neues zu probieren. Ich werde dich nachher mal nach dem Supermarkt fragen. Ja, alles klar, du wirst überrascht sein. Ist aber auch, ja, will ich jetzt hier auch jetzt echt nicht live sagen, das stimmt. Aber ich denke, wenn das da ist, in einem gut sortierten Supermarkt, findet man das jetzt nach und nach dann. Wird man das finden, wo es einfach irgendwie auch Bioprodukte gibt und nun andere vegetarische Produkte damit Quorn. Bin schon gespannt, ob ich es am Land auch finden werde.
Einzug halten? Ja, ich denke schon. Also auf dem Land wird es auch ein paar größere Supermärkte geben. Das ist ja auch schade, die ganzen Discounter und so haben die Tante-Emma-Läden verdrängt, ne? Das stimmt Auch ein allerdings. schönes Stück Kultur, was da weggebrochen ist. Ja. Immerhin gibt es noch Märkte, auf die man gehen kann. Das stimmt. Was ja auch schön ist, mit den Marktbetreibern, mit den Standbetreibern zu plaudern oder mal nachzufragen, wo kommt das her oder wie Ist bereite auch ich es zu? Die haben immer Tipps auf Lager. immer sehr gut, wenn man die ganzen Bauernhöfe vor Ort unterstützt. Ja. Da sind wir auch wieder beim Ole, sage ich mal, weil der Ole, der hat ja da gerade diese Aktion am Laufen, aber eher in, ach Quatsch, das ist ein bisschen anders. Das ist ja Nee, aber pass auf, das wäre der nächste geteilt. Punkt, den ich hier in meinen Stichworten Ha! aufnotiert habe, was wir natürlich nicht vergessen wollen. Du hast mich sehr gut dahin getrieben in die Ja, Richtung. ja. Nee, genau. Der Ole unterstützt oder ist Schirmherr, weiß nicht, ob man Schirmherr sagen kann, aber unterstützt auf jeden Fall eine Kampagne von Oxfam Deutschland. Ja. Er hat einen offenen Brief an die Kanzlerin und das BMZ geschrieben, also das, oder was ist das, BMI? Frag mich nicht, schieß mich tot, wie das am besten mit Currysoße, wie dieses Bundesministerium heißt, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BME vielleicht. Genau, hat er einen offenen Brief geschrieben. Die Kampagne heißt letztendlich, Moment, ich will nichts falsch sagen. Genau, der Titel der Kampagne ist Keine Entwicklungshilfe für Agrarkonzerne. Es geht nämlich darum, da habe ich sogar aufgeschrieben, siehst du, BMZ, dass die Bundesregierung und das BMZ, also das Entwicklungsministerium quasi, unterstützen verstärkt Agrarkonzerne wie Monsanto, wie BASF, wie Bayer, die eben im Rahmen von Kooperationen wie der German Food Partnership oder der neuen Allianz für Ernährungssicherung in Afrika, das sich ja eigentlich ganz toll anhört, erstmal so vom Titel diese Programme. Innerhalb dieser Programme bekommen diese Konzerne Vorteile eben, sich neue Märkte zu erschließen, sei es für ihren Pestizidverkauf oder eben sei es im Falle von Monsanto um Saatgutrechte oder eben den Verkauf von oder die den weiteren Verkauf oder das Vorantreiben von genveränderten Samen oder Pflanzen, was alles nicht in unserem Interesse sein kann, wenn wir mal ehrlich sind. Genau, und geht eben zu Lasten der Kleinbauern weltweit. Diese Kleinbauern, meint der Ole und meint Oxfam, und glaube ich auch, könnten die Weltbevölkerung alleine ernähren, die hätten das Zeug dazu, ja, wenn man sie ein bisschen unterstützen würde. Und genau darum geht es, dass eben einfach diese Schlupflöcher oder diese indirekten Subventionen oder politischen Mittel oder Möglichkeiten, die eben eingeräumt werden in großen Konzernen, eingeschränkt werden wieder. Einfach um die Kleinbauern zu unterstützen, um nachhaltiger anzubauen. Eben ohne Monokulturen, weil Kleinbauern, die nutzen ihr Feld im Winter für das, im Sommer für das, sagen wir mal so. Zumindest da, wo es Jahreszeiten gibt. Also das hätte viele Vorteile, sowohl für die Kleinbauern als auch für uns alle, für die ganze Welt, für unser Klima und. Das hängt ja alles zusammen. Und diese Kampagne unterstützt der Ole eben tatkräftig. Er hat die Woche auf seiner Facebook-Seite, einfach mal bei Facebook eingeben, Ole Blockstedt oder eben bei oxfam.de, da findet man das Video, um das es geht, auch direkt. Und zwar haben sie vor dem Berliner Reichstag was ganz Besonderes gekocht. Die Leute waren ziemlich verdutzt im Vorbeigehen, sind stehen geblieben, haben sich das angeschaut, was der Ole da kocht. Und ich rate euch, guckt es euch an, das Video, und informiert euch da auch über die Kampagne. Da steht das alles nochmal ein bisschen besser erklärt, als ich das jetzt eben gemacht habe, auf die Schnelle. Und letztendlich hat der Ole ja gesagt, das war da am Sonntag, 3 Tage her quasi, hat er uns erzählt, 31.000, über 31.000 Unterschriften. Jetzt rate mal du, lieber Donald, lieber Zeichner aller Zeichner, wie viele das heute sind, 3 Tage später, wie viele da unterzeichnet haben. Wie viel waren es letztens? Was? 31.000. 31.000, dann sind es heute, ich bin so schlecht im Schätzen, aber vielleicht 100.000.
Ah, oh. Nee, also ich habe das ein bisschen beobachtet. Das waren dann, nachdem der Ole das Video gepostet hat und das ganz viele auch seiner Kochkollegen, weiß ich, Stefan Marquardt hat das geteilt, Ralf Jakomeit und was weiß ich, also ganz viele seiner Kochkollegen, seiner Bekannteren und Freunde und sonst was haben das geteilt und das ist ein Stück weit viral geworden. Das haben jetzt innerhalb von 3 Tagen sind es dann doch über 10.000 mehr geworden. Das sind jetzt über 42.000, zumindest Stand heute Mittag. Heute Abend habe ich nicht mehr geschaut. Aber das ist natürlich schon mal ein Wort, ne? Wenn das innerhalb von 3 Tagen so Total. abgeht und sich jetzt noch immer weiter verbreitet. Ich denke, das ist ganz in Oles Interesse und von Oxfam. Also wie gesagt, oxfam.de, einfach mal reinschauen. Wir beide finden das gut, der Donald und Ja, ich. ich unterstütze es total. Also Genau. hat man wahrscheinlich gesehen, dass ich das ja auch geteilt habe. Ja, genau. Es ist letztendlich kurz E-Mail-Adresse eingeben und was noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist man damit Unterstützer dieser Kampagne und bewegt, glaube ich, was in die richtige Richtung hoffentlich. Also zumindest, dass die Politik ein bisschen darauf aufmerksam wird. Es war nämlich bisher, kam keine Reaktion auf den offenen Brief vom Ole. Weder von Regierung noch vom Ministerium. Und Schön dann haben sie tot nochmal dieses Video ignorieren. vom Reichstag gedreht. Schön tot ignorieren, die ganze Ja. Sache. Hoffen wir mal, dass es irgendwann so viele sind, dass sie nicht mehr dran vorbeikommen. Jo. Und dass sich was tut. Aber wie gesagt, ich meine, so läuft es leider. Ich habe gestern einen interessanten Film im Ersten gesehen. Einen Banker, der ausgepackt hat, nachdem er seine Karriere an den Nagel gehängt hat, quasi über sein früheres Leben. Und der hat es irgendwie ein bisschen geblickt, was da so abgeht. War ganz gut gemacht, kann man am ersten in der Mediathek noch sich angucken. Banker, Master of the Universe irgendwie, glaube ich. Auch sehr empfehlenswert für alle, die sich kritisch ein bisschen auseinandersetzen mit unserem Planeten und der Welt, auf der wir leben. So. Ich bin's gleich. Sehr gut, sieht gut aus. Das ist ja ein Kürbis obendrauf. Ja, jo. Das ist eine Kürbis-Pumpgun. Ja. Doch klar. Ja, wenn du fertig bist, jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen vom Ole, vom Interview erzählen, aber Ja, das kann man, wie erzähl, gesagt, erzähl, nee, kann man nachlesen auf worldsoffood.de. erzähl. Hier mache ich jetzt nochmal Werbung, ist auf der Startseite zu finden, ist in dem Rezept, das morgen bei uns zu sehen ist, verlinkt und überhaupt. Du Da bist froh, findet dass man alle Informationen. Der Ole hat natürlich auch ein paar Webseiten, haben wir schon angesprochen. Auf Facebook liken, sehr cooler Typ, wie gesagt. Du bist ja nur froh, dass ich mal rechtzeitig fertig bin oder nicht so spät. Tada! Und schon signiert. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du das schon gemacht hast. Spitze. Ich habe mich ja Den Hintergrund hast du jetzt hingezaubert, oder? Hast du sowas als Vorlage irgendwie, oder? Da habe ich ein Foto genommen. Naja. Sehr gut. Sieht cool aus, Donald. Freue ich mich, das morgen wieder on air zu schicken, quasi. Dankeschön. Und dann sehen wir uns nächste, sehen quasi, in Anführungszeichen, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn alles Genau. glatt geht. Wir werden nochmal beim Ole nachbohren, ob er Zeit findet, mal kurz in den Hangout hier zu kommen, mit uns zu plaudern, weil das würde uns alle freuen. Wenn er sich traut, mit der Technik sich auseinanderzusetzen, im Grunde ist es ja eigentlich nur ein Link anklicken und dann warten. Sehr gut. Ich glaube, er muss sogar noch was installieren, aber ich glaube, Genau, das kriegt er hin. dann geht es einfach nur um den Nachtisch beim nächsten Mal. Stechapfel mit Schnaps. Meine ich, wäre es jetzt aus dem Gedächtnis raus. Klingt auch schon wieder interessant. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo, Das Schlusswort passt. gehört dir. Also Ciao. ich sage jetzt mal den ganzen Leuten, die zugehört haben, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und was weiß ich. Und kurz und knapp, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.